Und wer bist du? Ja, hallo, mein Name ist Matthias Zimmer und ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag. Hallo, lieber Matthias, es ist mir eine Freude, mit dir heute hier zu sprechen. Du bist Professor Dr. Matthias Zimmer und sitzt im Deutschen Bundestag und wir sprechen heute überhaupt nicht über Politik. Ich werde dich weder provozieren noch Fragen stellen. Ich möchte dich einfach als Mensch ein bisschen näher kennenlernen und ja, vielleicht auch einfach mal den Gästen präsentieren. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich so um? Die Überschrift ist natürlich dein Verhältnis zum Klavier. Das Verhältnis zum Klavier ist sehr viel älter als das Verhältnis zur Politik. Insofern ist das ein gutes Thema, weil ich glaube, zwei große Leidenschaften in meinem Leben habe. Das eine ist Musik, das andere ist die Politik. Und die Musik ist deutlich älter und deutlich tiefer verwurzelt. Ich werde irgendwann mal mit der Politik aufhören, aber dass ich jemals mit der Musik aufhöre, das glaube ich nicht. Sowas ist natürlich wie Balsam auf meine Seele. Wie hat es denn begonnen, dieses besondere Verhältnis zur Musik? Das hat einfach damit begonnen, dass meine Eltern dann irgendwann mal gesagt haben, du machst jetzt Klavierunterricht. Und ich weiß, dass ich mich ein, zwei Jahre mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe. Und ich hatte einen so tollen Musiklehrer, einen so tollen Klavierlehrer, der hatte eine Art, einfach die Begeisterung für die Musik zu vermitteln. War ein älterer Mann schon, aber der hatte lange wehende Haare und der sagte, pass auf, ich spiele dir das jetzt mal vor und setzte sich dann ans Klavier. Und einiges war falsch, aber es war mit großer Überzeugung vorgetragen. Und ich habe ihn absolut bewundert und habe mir dann irgendwann gedacht, Mensch, dem willst du jetzt auch mal was zeigen. Und habe mich dann über die Sommerferien mal hingesetzt und habe ein etwas schwereres Stück alleine erarbeitet. Und seither kamen wir hervorragend miteinander klar, haben dann noch viele Jahre zusammengearbeitet. Und er hat mir wirklich die Freude an der Musik weitergegeben. Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Ich würde nur trotzdem gern mal kurz innehalten, weil da sind schon wieder hochinteressante Lernerfahrungen dabei. Das heißt, du hattest am Anfang keine Freude, hast es aber trotzdem gemacht, weil man das damals so tat. Man machte ja auch das, was die Eltern so sagten und sagt ja nicht, Mama, lass mich in Ruhe, ich will lieber Gameboy zocken. Und hast über diese Tätigkeit dann erstens die Freude gewonnen. Und zweitens ist die Lernerfahrung, es ist durch das Vorbild in dir ein Ehrgeiz geweckt worden, wo du gesagt hast, so, dem zeige ich es jetzt. Ich zeige dem jetzt, dass ich auch was kann. Richtig? Ja, genau so war es. Wunderbar. Und er hat einfach unglaubliche Leidenschaft gehabt, einem die Musik nahezubringen. Sein Hauptinstrument war die Violine. Und sozusagen der Anreiz, dass er dann sagte, also wenn du später mal ein bisschen was kannst, dann spielen wir auch mal was zusammen, Klavier und Violine, war dann auch mal ein zusätzlicher Anreiz, einfach dabei zu bleiben. Und ich habe das, glaube ich, bis zum Abitur, bis kurz vorm Abitur habe ich bei ihm Klavierunterricht gehabt und das war einfach eine tolle Zeit. Auf jeden Fall ist der Spaß geweckt, die Begeisterung geweckt. Und dann bist du studieren gegangen und du hast gedacht, was studiere ich denn jetzt? Na, ich wollte ursprünglich mal tatsächlich Kapellmeister werden, habe aber dann sehr schnell festgestellt, nachdem ich bei Jugend musiziert mal mitgemacht habe, oh, da sind andere viel, viel besser als ich. Ich war da, glaube ich, zu undiszipliniert, um täglich dann 2, 3 Stunden zu üben. Das lag nicht in mir so richtig. Und habe dann gesagt, na, vielleicht Musikwissenschaft. Das hat sich dann aber auch zerschlagen, weil ich zunächst zum Studium nach Trier gegangen bin. Und da gab es das nicht. Aber die Leidenschaft ist immer geblieben, mit auch sozusagen noch perpetuiert durch einen Musiklehrer, den wir auf dem Gymnasium hatten, mit dem wir einen Leistungskurs Musik gemacht haben. Und der hat uns dann Sachen beigebracht, die ich bei meinem Klavierlehrer überhaupt nicht beigebracht bekommen habe. Beispielsweise die genaue Analyse von Sonaten oder beispielsweise auch eine Einführung in die moderne Musik, also angefangen von Schönberg über Boulez bis zu Messiaen und Penderecki, Ligeti und was es da alles damals gegeben hat. Das hatte der alles drauf und hat es uns Schülern dann vermittelt und hat uns dieses Feuer dann auch nochmal mit weitergegeben. Und dann bist du zum Studieren gegangen und nicht Kapellmeister geworden. Was hast du denn stattdessen gewählt? Ja, ich habe was ganz Langweiliges gewählt. Ich habe Politikwissenschaft gewählt. Einfach nur, weil ich mich damals gefragt habe, Mensch, also was kannst du denn noch außer Klavier spielen? Und da war so die Antwort, na, ein bisschen reden kann ich, also studiere ich Politik. So banal war das damals zum Teil auch, aber es war auch das Interesse da. Geschichte dann eben noch dazu, weil ich das auch sehr spannend immer fand und sehr viel in der Richtung gelesen habe.
Aber die Musik hat mich dann nie verlassen. Ich habe später mal ein Jahr in den USA studiert und hatte bei einem ganz außergewöhnlichen Musikwissenschaftler ein Hauptseminar. Der hieß Irving Gott an der Indiana University of Pennsylvania. Und Irving Gott hatte sein Hauptseminar immer bei sich zu Hause gemacht. Und er hatte zu Hause, ich glaube, 5000 Schallplatten stehen. Und das gesamte Haus war voll mit Büchern. Bis in die Küche hinein. Die Küche stand voller Kochbücher. Er hat uns dann auch bekocht. Und er hat großartige Dinge uns dann erzählt über musikalische Witze bei Mozart und viele andere Dinge, die uns einfach die Musikwissenschaft auf eine Art und Weise nahegebracht haben, wie es im akademischen Leben in Deutschland vielleicht nicht so gewesen ist. Also wenn ich mich so an strenge akademische Bücher erinnere, wie von Karl Dahlhaus beispielsweise, die ja nun völlig, ich will nicht sagen humorlos sind, aber sehr trocken, sehr analytisch, sehr deutsch, sehr tiefgründig. Da hatte dieser amerikanische Musikwissenschaftler einfach einen Esprit dabei, den ich selten erlebt habe. Und da konntest du trotzdem von deinem Wissen profitieren, was du im Gymnasium gesammelt hattest. Naja, vieles das, was wir dort machten, Analyse von Streichquartetten, war das Hauptthema. Das hatte ich im Gymnasium schon gemacht und wusste also in etwa, wie man sozusagen ein klassisches Streichquartett analysiert, wie die klassische Sonatenform ist, aus was sie besteht, wie sie aufgebaut ist und viele andere Sachen auch. Und dadurch, dass ich dann noch ein bisschen Fremdsprachen konnte, also Deutsch natürlich, klar, aber auch ein bisschen Französisch und rudimentär Latein, fand der das natürlich ganz klasse, denn sein Spezialgebiet war die deutsche Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Und er sprach ein Deutsch, das sozusagen aus dieser Zeit entsprungen war, das noch sehr mit Herrlich. verquerten Wortkonstruktionen arbeitete. Und das hat dann einen Riesenspaß gemacht, bei ihm dann ab und zu mal nachzufragen, was ist denn das damit jetzt gemeint? Und er musste das erklären und ich dann sagen, das Wort gibt es im Deutschen gar nicht Ja, mehr. Also genau. war eine ganz herrliche Zeit. Ja. Und leider hat mich dann die berufliche Laufbahn ein bisschen von der Musik weggebracht, aber als Hobby ist es ja geblieben und Ja. immer noch sehr stark geblieben. Die berufliche Laufbahn, was bist du denn dann geworden, wenn du Politologe geworden bist? Na, ich bin zunächst mal in die Wissenschaft gegangen. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, bin dann bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gewesen, dann 5 Jahre nach Kanada gegangen und hatte dort eine Gastprofessur für Politikwissenschaft. Und nach der Rückkehr aus Kanada einige Jahre in der Verwaltung gearbeitet, hier in Frankfurt. Und dann eben das Glück gehabt, für den Deutschen Bundestag kandidieren zu können und bin seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Aber auch nicht sozusagen in dem Bereich tätig, der dann viel Spaß machen würde, nämlich im Kulturbereich, sondern bin von Anfang an in den Bereich Arbeit und Soziales gegangen, weil ich glaube, dass hier die wesentlichen Mechanismen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt definiert werden bzw. geformt werden. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ausschuss einer der wichtigsten ist, den der Deutsche Bundestag hat. Und es macht riesigen Spaß, damit zu arbeiten. Ich würde mich so gerne mit dir über Politik unterhalten. Aber wir werden das jetzt nicht streifen, auch nicht so ein klein bisschen. Da sind denn auch das sind auch Tasten, glaube ich, nicht? Wenn man so bestimmte Vokabeln nennt, wo man gerne miteinander reden muss, das ist so schade. Wir werden das nachholen, wenn wir uns denn nun endlich mit unserem gemeinsamen Freund Klaus treffen. Ich würde sagen, dann werden wir die Richtlinien der Weltpolitik noch mal so eben kurz miteinander besprechen. Ja, es Was? gibt ja eine Gemeinsamkeit zwischen Musik und Politik. Ja, da, Beide genau da wollte ich gerade hin. Ja. haben sehr viele Obertöne. Aha, ja gut. Und man kann, das heißt es auch bei Obertönen, man kann ja auch gleichzeitig verschiedene Töne produzieren. Ja, es heißt vor allen Dingen, dass bei jedem Ton viele andere Töne noch mitschwingen. Ja. Das ist sozusagen auch, wenn man hinter das Offensichtliche der Politik mal blickt, glaube ich, das eigentlich Interessante daran. Das, was natürlich auch in der Politik, ich glaube in der Musik auch, da spielen Weltbilder eine ganz entscheidende Rolle. Ja, ganz bestimmt. Das ist so, wir nannten das früher in der Industrie eine Wute.
Weißt du noch, was das ist? Eine Vute, das ist so, wenn man ein Foto macht von einem Produkt oder einer schönen Frau oder einem neuen Kleid oder was immer, das ist so eine Art Leinwand, die dann dahinter steht, die, ja, nicht, dass es immer so drauf ankommt, auf welcher Leinwand, nicht, sind wir denn geboren, aufgewachsen oder was haben wir denn gerade gestern besprochen? Diese Hintergrundleinwand, diese Vute, das fand ich immer sehr schön. Vor allen Dingen, weil es auch manchmal Wut ist. Nicht dem, Ja, ja. genau das ist der Punkt. Bei Ja. Musik drücken sich ja auch Weltbilder und unterschiedliche Erfahrungen aus. Ja. Also ich finde ein ganz besonders drastisches Beispiel oder deutliches Beispiel dafür, finde ich immer die Musik von Johann Sebastian Bach. Weil der ist ein typisches Kind der Aufklärung halt insofern, als in der Aufklärung, und zwar in dem protestantischen Teil, alles eben nach Maß und Ziel und nach Maß und Gewicht gemacht ist. Also alles ist sozusagen more geometrico gemacht worden. Man kann es geometrisch erfassen, man kann es klassifizieren, man kann es einordnen, und sozusagen die ganze Architektonik der Bachschen Musik ist ja eine, die unglaublich überlegt ist, die unglaublich vermessen, also in dem Sinne von Ja. Maß genommen ist, und die so gar nicht dieses dionysische Element hat, was teilweise dann später katholische Komponisten dann hatten, sondern bei Bach ist sozusagen die Musik die Nachbildung des göttlichen Universums, das wirklich nach Maß und Zahl und hochrational aufgebaut ist in der Musik. Und das ist sozusagen auch, wo sich dann Weltbilder dann direkt eben auch in der Musik niederschlagen. Ja, und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang das temperierte Klavier eher sich bezieht auf die Temperantia, nicht? An den vier alten Grundtugenden. Und diese, ja, dieses perfekte Maß, wo man immer wieder staunt und sagt, ja, genau, so viel wovon, nicht? Und das ist das, was, finde ich, auch die größte Herausforderung ist in unserer Menschwerdung, ja, ist das richtige Maß zu entwickeln. Ob das kann man hingucken, wo man will, ob man das die Lautstärke am Klavier ist ja nur ein Beispiel, nicht? Beim Pferd, beim Reiten weiß man es auch. Richtig die Schenkel zusammen haut, das ist bei so einem Dressurpferd dann nicht das richtige Kommando. Ja, aber ich wollte noch mal zurück auf deinen Weg bis dahin. Dich hat jetzt die ganze Zeit das Klavier begleitet. Und da interessiert mich schon einerseits, in welcher Form hast du es geschafft, immer weiter Klavier zu spielen? Hast du auch mal was Neues gelernt? Greifst du auf Sachen zurück, die du früher schon konntest? Wäre ja normal bei deiner Agenda. Und glaubst du, dass es auch das Denken, die Intelligenz, die Arbeitsweisen irgendwie beeinflusst, dass man Klavier gelernt hat? Also ich fange mal mit Letzterem an. Ich glaube, dass es doch eine gewisse Disziplin lehrt. Also gerade um nochmal auf Bach zurückzukommen, sozusagen, wo man Bach spielt, die Unabhängigkeit beider Hände, die natürlich auch immer wieder eine Herausforderung für die Koordination letztendlich ist. Und aus meiner Sicht dann eben auch teilweise sehr nachdenkliche Momente dann hat, wo man sich einfach auch in dieser Musik dann verlieren kann. Das empfinde ich bei moderner Musik weniger so. Vielleicht fehlt mir da so ein bisschen letztendlich noch der Zugang dazu, aber sozusagen das Hochartifizielle, das also von Schönberg bis Stockhausen reicht, ist jetzt nicht etwas, in dem ich etwas finde. Es ist zwar genauso sozusagen more geometrico aufgebaut wie bei Bach, aber doch mit anderen Konstruktionsprinzipien. Also von daher ist sozusagen der musikalische Ausschnitt, auf den man das beschränkt oder auf dem ich mich da tummle, eigentlich relativ beschränkt und geht sozusagen von den Cembalisten, so 17., 16., 17. Jahrhundert, vielleicht bis ins späte 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also bei Debussy und Ravel, das ist mir dann ein bisschen zu schwierig, was sozusagen die Technik dann angeht. Aber das ist sozusagen der Ausschnitt der Musik, in der ich mich dann hauptsächlich bewege und auch ausgesprochen wohlfühle. Musik hören ist dann was anderes. Da
bin ich, glaube ich, eher synkretistisch veranlagt, also und nehme da auch sehr viele andere Dinge noch wahr, die sozusagen außerhalb des klassischen Bereiches sind, ohne sie aber jemals spielen zu können. Also ich mag Jazz sehr gerne, aber ich bin nicht in der Lage, Jazz zu spielen. Ich kann es einfach nicht. Ich bewundere Leute wie Friedrich Gulda, die sozusagen diesen Wechsel hin und zurück dann immer hervorragend gemacht haben. Oder Leute wie die beispielsweise dann auch die klassische Jazzmusik dann spielen können. Also wenn ich an Kapustin denke, da gibt es wunderschöne Aufnahmen von Marc-André Hamelin, der da tolle Sachen gemacht hat. Das bewundere ich absolut und bin aber selber nicht in der Lage, das zu spielen, geschweige denn irgendwas Vernünftiges zu improvisieren, was ich sehr bedauere. Und kommst du dazu, zeitlich ab und zu spielen, oder ist es ein regelmäßiger Teil deines Tages, deiner Woche? Eigentlich ein regelmäßiger Teil, weil Ach, schön. wenn ich zu Hause bin und denke über etwas nach und komme nicht weiter, dann setze ich mich ans Klavier und versuche erstmal eine halbe Stunde ein bisschen zu spielen und die Gedanken schweifen zu lassen, dann setzt meistens der rettende Gedanke dann irgendwann ein. Also das hat dann sozusagen auch wie beim Zen sozusagen eine Funktion, sich auf bestimmte Sachen dann zu konzentrieren und sich gleichzeitig zu verlieren. In Berlin ist es etwas anders, weil in meinem Büro habe ich keins, sondern nur zu Hause. Und da muss ich dann immer etwas aufpassen, wenn ich abends nach Hause komme um 9 oder um 10 Uhr, dass ich nicht vergesse, den Kopfhörer aufzusetzen, weil ansonsten natürlich die Nachbarn da nicht so ganz einverstanden sind mit den klavieristischen Darbietungen abends ab 10 Uhr. Gibt es ein Buch, welches du unseren Gästen empfehlen könntest? Du sagst, ich habe ein bisschen mal, du hast ja bestimmt, ich sehe da so unglaublich viele Bücher im Hintergrund. Und gibt es Bücher, die du übers Klavier spielen, über Komponisten, über berühmte Interpreten? Gibt es irgendeins, was dir spontan einfällt, wo du sagst, das ist eigentlich mein Lieblingsbuch zum Thema Musik? Ja, also auch mit dem Pianisten verbunden, den ich, glaube ich, mit am meisten schätze, das ist Arthur Rubinstein. Er hat zwei große Bände geschrieben, seine Erinnerungen. Und das Verblüffende an diesen Erinnerungen ist, er schreibt im Vorwort, dass seine ganzen Unterlagen sind weg, die sind durch die Umzüge, durch die zeitlichen Wirren alle verloren gegangen. Aber er hat ein unglaublich gutes Gedächtnis. Er erinnert sich an jedes Souper, er erinnert sich an jedes Konzert, er erinnert sich an Gerüche, er erinnert sich an Personen und beschreibt das mit einer Lebendigkeit, die absolut faszinierend ist. Und vor allen Dingen faszinierend fand ich die Zeit vor 1914. Das ist sozusagen der erste Band seiner Memoiren, weil das eine Zeit ist, die aus heutiger Sicht uns ausgesprochen fremd erscheint. Also sie erscheint uns nahe, weil er immer wieder berichtet, dass man von Russland mal abgesehen in alle europäischen Länder ohne Pass reisen konnte. Aber sie erscheint uns auch seltsam fern, weil es dann noch Adel gab und die haben große Soireen gemacht, die haben Unterhaltung angeboten, die haben sozusagen Musiker in großem Maße finanziert und in diesen Kreisen bewegt er sich und beschreibt das mit einer Lebendigkeit, die diese Zeit des Fin de Siècle wieder wirklich auferstehen lässt. Tolles Buch, das ich mittlerweile zum zweiten Mal lese, weil es einfach so viel Spaß macht. Wunderbar. Hast du noch eine Idee, wie man so die Klassik an der Zeit führen könnte? Es gibt ja durchaus unterschiedlich gut besetzte Konzertsäle und unterschiedliche Zugänge, wie man auch als junger Mensch zur Klassik kommen kann. Bei mir, wie du weißt, haben ja die Kinder bis 18 freien Eintritt. Aber sonst gibt es ja vielleicht noch Anregungen oder Ideen, wo du sagst, Mensch, das müsste man eigentlich mal versuchen, damit Mozart und Beethoven und Bach auch in Zukunft kräftig zubeißen können. Also ich glaube, vieles geht über Charisma, über Persönlichkeit. Und ich glaube, Menschen sind interessant, die sozusagen mit Charisma, mit Persönlichkeit auch in der Lage sind, über die Disziplinen hinauszugehen. Ich habe eben den Gulda erwähnt, den ich absolut faszinierend fand, weil er nicht nur ein begnadeter Mozart-Interpret gewesen ist, sondern dann auch, ich habe mir einige seiner Sachen mal gekauft, die er dann später gemacht hat, mit seinen Jazz-Experimenten vielleicht auch wieder eine ganze Generation von Menschen dafür interessiert hat, wie ist denn das eigentlich mit der Klassik? Also ich glaube, da hängt viel von Persönlichkeiten ab, die sowas gestalten können.
Und zweitens, das sehe ich an meinem eigenen Sohn, der spielt auch gerne Klavier, aber halt nicht die Klassik. Der orientiert sich sehr stark an YouTubern, die sozusagen über YouTube bestimmte Videos einstellen, die dann andere Formen des Klavierspiels vorzeigen und auch ausüben, die aber wiederum sehr klassisch geprägt sind, also wo sozusagen die Brücke zur Klassik dann geschlagen wird. Mhm. Vielleicht als drittes, wenn ich YouTube noch mal erwähnen darf, mich hat immer fasziniert die Geschichte von Valentina Lisitsa, mhm. sozusagen an irgendeinem Punkt ihrer Karriere mal dastand und sagte, Mensch, mit dem Klavierspielen, das wird nichts. Ich bewerbe mich jetzt beim amerikanischen Foreign Office und werde da Spezialistin für die Ukraine oder Übersetzerin oder sonst irgendwas. Und hat dann mehr aus Spaß, glaube ich, ein paar YouTube-Videos eingestellt und wurde innerhalb weniger Jahre da zu einer absoluten Berühmtheit und zu einer Pianistin, die mittlerweile auf eigenen Beinen da stehen kann, da ein ganz anderes Publikum der Klassik auch erschlossen hat. Das vielleicht gar nicht in die Konzertsäle geht, aber sich trotzdem für sowas unglaublich interessiert. Ja, das ist bestimmt auch ein Zugang. Mir kommt es ein bisschen vor, wie soll ich sagen, man muss irgendwie einen großen Buffet-Tisch decken, nicht? Mit vielen, vielen Angeboten. Und eines davon ist bestimmt auch eben in YouTube Angebote zu machen. Nicht? Das Angebot, was wir machen, ist ja eher ganz persönlich. Das ist ja, ich sag mal, das Gegenteil von Computer und das Gegenteil von großen Konzertsälen. Da geht es dann tatsächlich darum, die Menschen dann auch mal einfach mitzubringen und mit reinzunehmen. Nicht? Und das geschieht in einem, ich würde mal sagen, Inaugurationsprozess. Das sind oft auch die Großeltern. Ja, natürlich. Und ich habe die Geschichte schon... Nichts ersetzt die Aura eines Konzertes. Ja. Also da ist YouTube überhaupt kein Ersatz für. Nicht für den Aspekt. Nicht? Es gibt ja andere Aspekte, da ist es durchaus. Nicht? Aber dieser Aspekt, der hat was zu tun mit, ich habe es auch schon mal erzählt, ich habe mit 8 Jahren in Bayreuth den Ring durchgehört und jeder sagt dann, Gottes Willen, du Arme. Und dann immer, meine Gefühle sind ganz anders. Im Gegenteil, boah, das war so toll. Matthias, ich durfte dabei sein. Ja, die anderen hatten diese schicken Kleider an und ich hatte auch ein Kleidchen extra für diesen Anlass. Das war ein Hineinwachsen, ein Stolz sein, dass man da mitgenommen wurde, nicht? Und so ein bisschen im Kleinen, ganz im Kleinen, ist das natürlich eben hier auch, nicht? Und dann sitzen die Kinder zwischen den Erwachsenen und sind auf einmal mucksmäuschenstill. Ja, ist keiner mehr, der da irgendwie mit seiner Hyperaktivität zu kämpfen hat. Wenn Mozart kommt und rechts und links sitzen Oma und Opa, dann hören die zu. Ja, mir ging es ganz ähnlich. Meine erste Oper hat mich auch meine Oma mitgenommen. Ja. Das war der Fliegende Holländer. Das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Auch eine Wagner-Oper. Mhm. Und ich habe mich damals genauso wie du unglaublich stolz gefühlt, dass ich da mit durfte, dass ich mir das angucken durfte, dass ich diese Atmosphäre da mitbekommen habe, obwohl es nur ein kleines Theater wie in Trier war, eine kleine Oper. Aber es war was ganz, ganz Besonderes und man hat auch gemerkt, hier wird ein Hochamt der Musik gefeiert. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du einfach nur eine Platte auflegst und sagst, jetzt setz dich mal 3 Stunden hin, sondern da geht man hin und bereitet sich auch in gewisser Weise darauf vor, auf das, was da kommt. Und man geht nicht einfach schlunzig und schlaksig dahin, sondern klar, meine Großmutter war eine andere Generation, die hat dann sozusagen noch die große Abendgarderobe dann aufgelegt. Und das war in einem Bus, der dann dahin fuhr, waren dann alle richtig schön aufgebrezelt. Und das machte den Abend natürlich auch nochmal zu etwas ganz Besonderem. Genau, und dann kommt noch was dazu. Da ist ein Pianist oder eine Pianistin, ich sag mal in Reach, ja, die sind ja nun auch 20, 25 Jahre alt. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und wir haben jetzt gerade einen Jungen dabei, der sieht aus wie Chopin, spielt wie Chopin. Wenn der dann auf die Bühne geht, ja, das ist dann das ist auch für die Großmutter schön, aber das ist dann auch für die kleinen Jungs, die sitzen dann auch da und denken, nicht? Die denken so oder gucken so, was macht der da? Und der spielt so schnell. Und dann natürlich so diese zauberhaften Damen. Eine Künstlerin, die Miriam Akdenizli, die macht so Erzählkonzerte. Und das ist entzückend. Also das sind dann immer besonders auch zugewandt für die Kinder. Und dann steht sie da und hat eine riesengroße Mähne und dann spielt sie wunderschön und zwischendurch erzählt sie dann die Geheimnisse, dass Liszt dann irgendwie die Brillanten auf die Bühne bekommen hat von den Damen. Weil die so, weißt du, das ist so ein entzückendes, ja, ich sag's nochmal, eine Inauguration. Ich muss das vielleicht nicht jeden Tag haben,
Aber diese Gattung, EC-Konzert, wie die Miriam das macht, das ist ganz schön, um da in Kontakt zu kommen, nicht? Und das ist eigentlich mein Traum, dass wir hiermit was tun für die Welt, dass das alles so an der Zeit gefühlt wird, ne? Deswegen mache ich das. Naja. Ja, wir schauen uns das gemeinsam mal an, wenn ich dann das nächste Mal in Potsdam bin und wenn der Klaus seinen weiten, weiten Weg auch wieder schafft, dann treffen wir uns endlich und futtern was Schönes zusammen und gehen Musik hören. Wie wäre das? Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich freue Hat mich mich auch. auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, lieber Matthias. Ich sage noch ganz kurz eben den anderen Zuschauern, worum es hier auch geht, und verabschiede mich schon mal kurz von dir. Alles Liebe, alles Gute, bleib fit und gesund und bald sehen wir uns in Potsdam. Ich freue mich. Viel Erfolg. Danke. Das war Professor Dr. Matthias Zimmer, auch Mitglied des Bundestages und wie wir gesehen haben, ein wirklicher Liebhaber der Klaviermusik. Mein Name ist Katrin Hastig, ich bin ja Weltklassik am Klavier. Und diese Filme werden finanziert durch Sie als Zuschauer. Das ist ganz toll, weil das, was hier eingenommen wird, was Sie als Produzent sozusagen hier zur Verfügung stellen, das wird eins zu eins weitergereicht an die Pianisten in diesen schweren Zeiten, von denen wir hoffen, dass sie sich doch auch bald mal wieder ändern. Alles Liebe, alles Gute, bleiben Sie gesund und tschüss.